Kano ist der gefeierte Mann des Tages. Es sah lange aus, als würde die Partie 0:0 enden. Doch dann kam in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte Dario Lescano und es sah ganz anders aus. 13. Minute, Ingolstadt war die bessere Mannschaft zu Beginn dieser Partie. Erste Kopfballmöglichkeit von Marvin Martip und einer guten Parade von Bernd Leno. Eine Minute später wieder Ecke, Pascal Groß und dann kam mal Moritz Hartmann. Warum denn nicht? Gut, wieder mal gehalten von Bernd Leno. Der war wirklich schwer zu halten. Hier sehen wir mal. Aber dahinter stand ja noch ein Leverkusener Verteidiger, der eventuell den Schuss abblocken konnte. Dann kam wieder Ingolstadt und mal Dario Lescano. Der hat ja schon länger nicht mehr getroffen. Jetzt möchte er mal wieder treffen. Sonst hat jetzt immer die letzten Spiele haben ja immer, hat ja immer Matthew Lecky, der Australier, getroffen. Und jetzt will mal ein anderer treffen. Aber dann kamen auch mal die Leverkusener mit Kevin Campbell. Aber den kannst du besser machen. 38. Minute, Leverkusen mit einem guten Kombinationsspiel und das ist Wendell. Warum denn nicht? Und da fehlten wirklich Zentimeter zu seinem Glück, Wendell mit der Großchance Leverkusen hier in Führung zu schießen. 54. Minute dann Toprak. Toprak ist ja im Gespräch mit Borussia Dortmund und dann ist es Kevin Volland, der hier zum Abschluss kommt, aber nicht zum Torerfolg. 69. Minute, Leverkusen wieder mit Wendell und dann kommt mal die Flanke und dann sah es hier sehr gefährlich aus, weil aus der Flanke wurde ein Torschuss und somit war es sehr kompliziert zu halten für Nyland im Tor der Ingolstädter. Dann kam die 69. Spielminute und der FC Ingolstadt und natürlich Matthew Lecky, der stand ja sowieso schon vor der Partie im Fokus und warum sollte er denn auch nicht heute kein Tor schießen? Das wäre doch gar nicht so schlimm, wenn er hier das ein oder andere Tor erzielen würde. Aber dann kommen Ingolstadt und wieder mal Matthew Lecky, die gar nicht. Es war Lescano, der hier zum Abschluss kam. Aber hier sieht man das natürlich nochmal aus dieser Position, dass der deutlich übers Tor ging. Und dann die 90. Spielminute. Wir sind schon in der Verlängerung. Dario Lescano geht ganz cool an Bernd Leno vorbei und trifft dann am Ende. 1:0 für die Ingolstädter. Ein Last-Minute-Sieg. Das kann man so dazu sagen. Es ist Lescanos 7. Saisontor und es wurde auch mal langsam Zeit, dass der Lescano trifft, denn er hat schon 5 Spiele nicht mehr getroffen und jetzt gelang ihm der Sieg mit Ingolstadt.